jetzt. Hermann benutzt nie ein Kondom. Könnte ich ja gleich eine Socke drüber ziehen. Ja, wenn es so kleine Socken gibt. Devrin ist top sauer über Hermanns Blödheit. Doch Angelique kann das noch toppen. Ich verhüte nie. Worauf ist sie eigentlich so stolz, dass sie die blödeste von allen ist? Ohne Gummi ist am besten. Kriegt man ein schöneres Gefühl. Und wenn du da, was weiß ich, so ein Dings da drüber ziehst, Hermann, kannst du ja gleich eine Socke drüber ziehen. Also. Warum nicht? Bin ich krank? Das hat doch nicht da. Weißt du, was HIV positiv ist? Ey, weißt du was überhaupt? Für mich bist du voll billig. Tut mir leid. Kondome kommen nicht ins Bett, weil ich keinen Bock drauf habe. Wer Sex mit Gummi von mir möchte, kann sich gleich verpissen. Ich verhüte nie. Wie viele Männer hast du denn so im Monat? Im Monat so 10, 15. Angelique, was machst du, wenn du schwanger wirst? Lass es wegmachen. Was? Guck! Billig! Warum? Ich möchte doch keine Haare, und? Ich bin total gegen Abtreibung. Ja. Aber bei so einem Mensch ist das das Beste, was sie machen kann. Weil das ist schade für die Kinder, bei so einer Mutter, wenn die Kinder auf die Welt kommen. Du machst mit, die macht's ohne. Die macht's, was weiß ich was, ich mach's auch ohne. Ich sag ja nicht, dass ich noch nie ohne Gummi hatte, um Gottes Willen. Es kommt drauf an, hast du eine langjährige Beziehung? Ist klar, am Anfang ja, dann ohne. Bei einer langjährigen Beziehung. Aber ja, nicht, wenn ich eine Tusse vom Club mit nach Hause nehme, ich weiß, ich spreiz die Beine, dann ist es eine Nutte. Tut mir leid, dann f*** die mit jedem rum. Fuchs. Hey, wenn ich eine Tusse kennenlerne und sie nicht am 1 Uhr nachts mit ihr ins Bett geht, weiß ich, das ist keine Nutte. Guck dich erstmal an! Sieh wenigstens gut aus! Seht ihr alle, was hier auf der Stirn steht? Aldi ist billig und jeder geht hin. Ja, genau. Biggie, sag mal, wie ist das? Du arbeitest als Hure. Ja. Ich glaube, das ist die Bezeichnung, die ihr bevorzugt. Ja. Im Gegensatz zu dir. Ich bin stolz auf mich. Weißt du, wenn du, aber guck dich mal selber. Ich würde mich schämen, dass du noch vom Fernsehen mit sowas kommst. Ey, das ist voll dreckig und billig. Ja, guck dir mal an, du bist billig. Lass dich doch, wenn du es mal, ich kriegst deine Beine. Ich gehe nicht zur Prostituierten. Ich habe noch niemals diesen Gedanken gehabt. Na gut, dann aber. Du lügst. Hast du denn nicht? Sascha kann sich nicht um seine kleine Tochter kümmern, sagt Sabrina. Er hat immer so viel zu tun. Fußball, Party, Saufen. Und Sascha ist auch ein Wischiwaschi-Mann. Erst sagst du, du liebst mich, dann wieder nicht. Erst ist das Kind von dir, dann wieder nicht. Zeit für einen Vaterschaftstest. Was ist denn dran an der Sache, dass du dich eh um die kleine Safina überhaupt nicht kümmerst, nie für sie da bist, nie alleine was mit ihr unternimmst? Erstmal ist das so, immer wenn ich was vorhabe, irgendwas erledigen muss, dann kommt sie an und sagt, ja, ich habe aber das und das vor. Ja, du musst aber rund um die Uhr was erledigen. Ja, Dienstag musst du irgendwie auf Party auf dem Kiez. Donnerstag musst du auch auf Party gehen. Egal. Freitag ist dein Fußball, dann musst du saufen, bist du besoffen. Und Samstag gehst du meistens auch noch mal auf Party. Ja, aber... Und wenn ich dann mal was möchte, wenn ich zum Beispiel mal am Wochenende weggehen möchte, nee, das geht nicht, darfst du nicht. Ja, können wir, erstmal hast du dich für das Kind entschieden. Ja, du da dich hast nicht. Hast du eine gewisse Verantwortung? Hast du dich nicht für das Kind entschieden? Wir waren nicht zusammen, wo Safina geboren ist. Und du hast drei Wochen später... Das Teil. Hättest du es unterschreiben müssen, wenn du kein Vertrauen zu mir hast?
Ich hatte Vertrauen. Du hast eben gerade oben gesagt, wir sind nicht zusammen mehr richtig. Was ist das denn für ein Scheiß? Ja, Freitag dackelst du mir in der Diskothek hinterher und sagst, ja, ich liebe dich und Beziehung, bla bla bla. Und heute erfahre ich, weißt du, wir sind nicht mehr richtig zusammen und wir halten nur aneinander fest. Das ist doch gar kein Thema jetzt. Erstmal, Du hast für dein Kind entschieden. Ich habe mich für dein Kind entschieden. Sascha, ob ihr noch zusammen seid oder nicht. Seid ihr denn noch zusammen? Da ist so ein Hin und Her im Moment. Wieso hin und her? Du sagst zu mir, ich liebe dich, ich will mit dir zusammenbleiben, ich möchte dich heiraten. Und was? Was? Hab ich das gesagt? Das hast du, Sascha. Erinnerst du dich aber nicht mehr daran? Sascha, was bist du für ein Arsch? Tu nicht so einen auf Macho, ey. Was ist das denn? Nur weil ihr ein paar Leute sind. Ein paar Leute. Du machst dir auch Hände. Sascha, wenn du mal ganz ehrlich bist, hast du noch Lust drauf auf dieses Hin und Her? Ja, aus du einen habe ich keine Lust. Ja, wie? Er provoziert es ja auch. Wer provoziert denn hier was? Guck mal, was passiert eigentlich jetzt, Sascha, wenn wir herausfinden, du bist heute gar nicht. Du bist gar nicht der Vater von der Sascha. Dann bin ich ein Jahr. Dann gehst du erstmal zu den Ämtern, damit er nicht zahlen braucht. Dann bist du ein Jahr was? Ein Jahr ein paar Quetsche verarscht worden. Verarscht worden, ne? Sicher. Ja, du hast heißt die ganze Zeit gesagt, du bist der Vater. Wer verarscht denn wen? Schatz, ich gehe nie wieder auf Party. Ne, und Dienstag, Donnerstag, Freitag, Mutter. Samstag. Hör mal zu, du bist Mutter, willst auf Party. Du bist Mutter, willst das. Sascha. Da hältst du dich nicht entscheiden, musst du das Kind. Ganz warum einfach. Warum bist du denn, wo ganz du vor drei Wochen alt war, warum bist du denn zu uns gekommen? Guck mal, wie alt du bist. Du bist 19. Warum denn? Was? Warum bist du dann zu uns gekommen? Du hast, damit sie den Vater hat, ne? Ach so, deswegen. Nur deswegen. Sascha, was heißt, sie ist 19? Sie ist eh nicht reif genug. Nein, sie hat sich für das Kind entschieden. Dich nicht? Lass mich nur ausreden, Mann. Sie hat sich für das Kind entschieden und hatte aber andere Möglichkeiten. Sie hätte auch das Kind abtreiben können. Ja, warum? Du hast nichts erreicht. Warum? Was hast du denn erreicht? Warum, Sascha? Deine Eltern schieben das in den Arsch, das. Warum, machst nichts Sascha? Alleine. Weil du nicht arbeitest. Ich will meine Hände nicht schmutzig machen. Ich bin Sunny Boy. Und nun was fürs Herz. Sandra überrascht heute ihren Halbbruder Hansi. Als kleine Kinder kamen Hansi und seine Schwester Manuela ins Kinderheim, wurden getrennt und Hansi versprach Manuela, ich werde dich suchen und ich werde dich finden. Und nun ist es soweit. Meine Mutter war 16, als sie meinen Bruder bekam. Und 19, als die Manuela kam. Mhm. Und dann wurden ja die Kinder weggenommen? Oder sie richtig, die kamen ins Kinderheim. Mhm. Von dort aus, dadurch, dass die Heimplätze zu teuer waren, musste meine Mutter die Unterschrift geben, um sie zur Adoption freizugeben. Mhm. Bis auf meinen Bruder, der kam zu unserem Großvater. Du wusstest aber immer von Erzählungen, es gibt da noch eine Halbschwester. Was habt ihr denn schon alles gemacht, um herauszufinden, wo sie denn ist? Wir waren bei den Ämtern, wir waren vor dem gesagten Haus, wo wir die Adresse hatten. Und als wir vor dem Haus standen, wohnte sie nicht mehr da. Dir bedeutet es natürlich auch etwas, das ist deine Halbschwester. Aber ich glaube, in allererster Linie möchtest du ihm damit einen Gefallen tun. Richtig, weil er geht daran kaputt, er hängt an ihr. Er hat ihr damals gesagt, als sie adoptiert worden ist, ich werde dich suchen und ich werde dich finden, das verspreche ich dir. Auch wenn es dauert, aber ich werde dich suchen. Und das ist übrigens Sandra, deine Halbschwester. Von dir weiß ich überhaupt nicht. Michael hat sich das Leben als Ehemann und Vater irgendwie leichter vorgestellt. Seine Frau Tanja nervt nur noch, mit den Kindern was machen hat er auch keine Lust. Und einmal hat er Tanja auch schon geschlagen. Aber richtige Prügel hat sie noch nie gekriegt. Na, kommt vielleicht noch. Was ist denn das, was du machst? Faul auf der Couch rumliegen. Was ich mache? Mach ich nicht mehr als du, ja? Ich gehe auch arbeiten. Gehst, das machen andere Väter auch immer. Du bist nicht der einzige Mensch auf der Welt, der arbeiten geht. Ist ne? mir klar. Ja, aber also. Ich möchte am Wochenende auch mal ein bisschen Ruhe haben. Ein bisschen genau wie Ruhe. Du in der Woche und am Wochenende. Sag mal, ich habe die Kinder die ganze Woche und das Wochenende, ja? Schön für ja? dich, ehrlich. Und wer kümmert sich dann am Wochenende trotzdem noch darum, dass die Kinder besten rauskommen und wenn es nur zu Oma ist? Ja, und das trägt mir so aus.
Das hängt mir aus der Schnauze so, raus. So, und wenn ihr das so aus der Schnauze raushängt, dann sieh zu, dass du die Kinder schnappst und mal selber was unternimmst. Nee, wir wollen eine Familie sein. Und da auch gehörst mal du mit dazu. Und auch mal was auf die Füße stellen. Da gehörst ne? du mit dazu. Ja, und? Als ich zu dir meinte, dass du sie öfters verprügelt hättest, meintest du, naja. Ja, was heißt verprügelt? Richtig, Prügel hat sie noch nie gekriegt. Ja, sollte ich kriegen, oder was? Nee. Tanja, was hast du denn einstecken müssen von Michael? Ich hab das eher an mir selber an... Also eher an dir selber? Oder an, hattest du mich nicht durch die Küche geschubst? Ja, oder geschubst. Die Schublade aufgemacht, ne? Die Besteckschublade. Was hast denn du mit der Schublade zu tun? Was hab ich mit der Schublade zu tun? Ja. Ich stand da zufällig neben, als du sie aufgemacht hast. Als ich dann zu dir gesagt hatte, hör mal, meinst du nicht, dass das jetzt langsam reicht? Ja, das hat ja gereicht dann auch. Ja, hast mich eingeschlossen und alles? Ja, damit du nicht laufen gehst. Ja, ne? Was bin ich denn? Bin ich hier ein Tier für dich oder was? Nein, ganz bestimmt nicht. Ne? Aber so hat sie sich natürlich gefühlt. Tanja, hat er dich auch körperlich angegriffen? Er hat mich auch körperlich angegriffen, ja. Aber nicht so, wie du das hier preisgibst, dass ich dich verprügelt habe. Wie denn? Warum sollte sie dir nochmal eine Chance geben? Weil sie genau weiß, dass ich sie liebe. Liane sucht eine Frau für ihren Sohn Uwe. Das kann Richard nicht verstehen. Er sucht sich seine Frauen selber. Aber wie, fragt die Mutti. Ich spreche die einfach an. Und wenn die nicht bei mich kommt, dann gehe ich bei die. Richtig, Richard. Und so gibt's auch 5x Sex am Tag. Ich bin der Meier Richard und meine Piste ist Saarbrückens Salujo neuerdings Merzig. Ah, du weitest jetzt mittlerweile dein Feld schon so ein bisschen aus, weil du schon alles abgegrast hast, oder? Ja, so kann man es nicht sagen. Wie findest du denn das, dass eine Mutter für ihren Sohn eine Schwiegertochter sucht? Ja, ich habe mir das Gespräch jetzt angehört und ich kann es nicht verstehen. Nee. Warum? Wie machen Sie denn das? Hey, ich gehe offen. Wie mache ich das? Hey. Das gibt's doch nicht. Ich gehe offen auf die Leute zu. Ja? Ich spreche Leute an, ich spreche Mädchen an, ich spreche auch Paare an. Ja, wenn die Paare nicht bei mich kommen, dann gehe ich bei die. Ja, das ist so. Das war ein Satz von Verona Feldbusch. Ich suche ein bisschen was für ein Festes, Dauerndes. Und das Ziel müsst ihr vielleicht auch mal erreichen. Ich weiß nicht, wenn ich ein Vorbild für dich bin, dann gehst du mit mir mal auf die Piste. Dann gehen wir uns das mal angucken. Und dann sagt die Mutter gleich nein. Die hat oft nein gesagt. Ja, im Raum des Kennenlernens. Na gut. Richard, als Beispiel. Wie erfolgreich bist du denn bei den Frauen? Mal mehr, mal weniger, aber es klappt immer besser. Umso älter ich werde, umso besser klappt es. Ja. Ja. Richard, ich kenne nur den Satz, je älter ich werde, umso länger dauert es. Ja? Brauchst du Sex? Ja. Wie oft? Ist wichtig für mich. Wie oft? 4-5 Mal am Tag. Du hast Kontaktanzeigen geschaltet, alles, da hast du nicht richtig geschaltet. Guck mal, meine Kontaktanzeige, die heißt zum Beispiel hier, suche mobile Frau, da ich im Moment kein Auto habe. Suche mobile... Pass auf. Richard, pass auf. Ich weiß ganz genau, wie die Anzeige lautet, die heißt... Suche mobile Frau für Spritztour. Gute Idee, oder? Dolores mag nur Männer, die gut bestückt sind. Da kannst du ja nichts anfangen mit Abend, der nix hot. Aber es ist doch nicht nur das Stückchen Zipfel da unten, meint eine Publikumsdame. Doch Detlef weiß es besser. Wenn Frauen seinen Megazipfel sehen, laufen sie weg. Außer Dolores vielleicht. Was heißt das? In mein Bett kommt nur ein Mann mit Größe. Er muss schon was bringen und auch gut was können. Ahahaha, gut was können, das heißt, so ein Kunststück, das muss schon drin sein. Nein, ich brauche doch kein Grundstück. Nicht? Aber er muss halt auch diese Qualitäten, die er vielleicht untenrum trägt, auch voll bringen im Bett. Ach so. Und da kannst du nichts anfangen mit einem, der nichts hat. Aber, ich meine, man sagt doch auch so schön, auch ein Zahnstocher kitzelt in der Nase. Weiß ich nicht, da habe ich es noch nicht probiert. Aber, nee, nicht.
Ich habe es mit dem Zahnstocher in der Nase noch nicht probiert. Es geht doch nicht um dieses kleine Stückchen, 20 cm, 16 cm oder was. Sie sind doch schon in einem gewissen Alter, wo Sie also wirklich schon sagen müssen, es ist nicht nur das Stückchen Zipfel da unten, was wichtig ist. Dafür gibt es doch aber Hände, der kann doch streicheln und was weiß ich mit den Händen. Gott weiß, wie tief reinkommen. Also. Ein Mann, der wirklich was, Sie brauchen nur die Unterhosmodels anschauen oder die Katalogsmodels, die schauen einfach alle schöner aus, wenn sie gut bestückt sind. Ja, die haben eine Moment. Was haben Sie? Die haben teilweise eine Hasenpfote drin, wenn er schön ausschaut. Hasenpfote? Detlef, du hast ein Problem mit Frauen. Ja. Welches? Ja, dass mein Penis zu groß ist. Für mich. Ja, das ist 21 cm lang und 5 bis 6 cm breit. Genau, und jetzt lacht ihr nämlich nicht mehr. So. Das kann ja jeder sagen, muss beweisen. Es gibt ja viele andere Arten, eine Frau glücklich zu machen. Das ist richtig. Aber man möchte ja auch zum sexuellen Höhepunkt kommen. Diesen sexuellen Akt vollziehen. Bloß wenn die besagten Frauen das Teil sahen, schreien weggerannt. Schreiend? Ja. Ja, hast du nicht versucht, mit ihnen darüber zu reden? Ja, da bekam ich nur zur Antwort, ich lasse mich doch nicht kaputt stoßen. Dolores. Das Problem ist vielleicht nicht einmal die Länge, die er hat, sondern das Problem ist die Breite, die er hat. Das heißt nie Breite, weil er ist nicht breit. Es ist der Durchmesser. Ja. Der Durchmesser. Ja. Leute wie du werden ja in Pornos immer gesucht. Hast du dir schon mal überlegt, in einem Pornofilm mitzumachen? Ja. Ja, was? Das ist alles bloß eine Gierschnallerei, finde ich. Bitte? Das ist alles bloß eine Gierschnallerei, denn ich war schon bei zwei Agenturen. Die wollten, die eine in Bochum, die wollte 1.300 Mark haben. Und die andere haben, ja. Um erstmal in die Kartei aufgenommen zu werden. Und die andere 150. Wie lange kannst du denn, ja, nein, Entschuldigung, aber ist doch eine Frage, kannst du denn den überhaupt lange irrigiert lassen? Also, eine ganze Weile. Schon? Ja. Weil ich mal gehört habe, dass natürlich das ganze Blut weg ist, schwupp, vom Kopf weg und dann ohnmächtig. Ja, also. Bin ich nicht aufgeklärt, ja? Die Frauen sind ja mit der Länge einverstanden, aber mit der Dicke nicht. Die Dicke ist ja nur Quatsch, wenn ich mir dieses Ding hier vorstelle. Nimmt man ein bisschen Vaseline oder irgendein Babyöl und dann geht das auch. Ich meine, man muss das ja hier beinahe schon vorführen. Ja, 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 aber sie macht das schon sehr gut. Also, ah, hotza, hotza, hotza. Will Angie noch was von Markus? Nee, sagt sie. Aber Markus sieht das anders. Die liebt mich immer noch, grinst er. Und ihre neue Beziehung ist doch nur kindergartenmäßig. Und dann flippt Angie total aus. Denn der Lügendetektortest beweist, mit dem Herzen ist Markus nicht bei ihr. Angie. Hallo, Franklin. Hallo. Du sagst ja ganz klar, naja, der Markus, der will nur was von mir, ne? Ja, der ruft andauernd an. Und Beste war ja mal, habe ich so Spaß, habe zum gesagt, ja, bisschen Gmündzug, steh mal zum Poppen. Meinte, nee, warum? Ich hab doch dich. Oh, läuft denn noch was zwischen dir und ihm? Also nein. So rein sexuell? Nein, gar nichts. Willst du denn noch was von ihm? Nee. Also überhaupt nichts? Nein, gar nichts. Nicht mal eine Freundschaft? Wenn er so weitermacht, kann er sich seine Freundschaft woanders hinstecken. Gib es doch endlich zu. Du liebst mich doch immer noch. Du hast doch einen an der Platz, hör doch. Aber du. Was? Aber du. Wer terrorisiert mich? Ja, wer lässt dich? Halt doch dein Maul, Mann! Hey, jetzt red ich, okay? Ja, red, komm. Angie! Angie, einmal durchatmen! Nein! Lass doch, du bist der größte Depp, wo rumläuft! Lass mich guck endlich in Ruhe! Guck dich doch mal an! Was? Guck dich an, okay? Ich guck mich an. Hey, deine Beziehung, ey, das ist doch kindergartenmäßig. Was? Du zerstörst doch meine Beziehung! Ach, meine liebe Angie, ich setze mal zwischen euch. Und, also. Lass uns mal hier ordentlich sprechen. Also, Markus, wie kommst du denn auf die Idee? Oh, endlich. Nicht beleidigt sein. Ich bin nicht beleidigt. Bin ich doch gar nicht. Ja, dann jetzt hör halt mal zu, was der Markus erzählt. So, Markus, jetzt erzähl mal, warum du das Gefühl hast, die Angie, die will immer noch was von dir. Das sehe ich ihr an, dass sie noch was von mir will. Was heißt, du siehst es ihr an? Also? Ja, ich rufe sie an, dann sagt sie, ja, am Schluss noch, hab dich ganz so lieb und alles Mögliche. Was hat es damit zu tun, ey? Mhm. Wenn ich sag, das sag ich zu jedem, okay? Zu jedem. Mhm. Du sagst zu jedem, ich hab dich lieb?
Ja, kann ich auch zu dir sagen. Franklin, ich hab dich lieb. Du sagst, du hast einen Freund. Angeblich. Angeblich. Wie oft siehst du denn? Willst du die Handynummer vorne? Wie oft siehst du denn? Ey, du zerstörst meine Beziehung, du Dachte. Welche Beziehung? Was heißt denn Markus' Beziehung? Hat sie denn keine Beziehung? Ich hab eine Beziehung. Wie oft sieht sie ihn? Ich weiß, das ist zwar eine Fernbeziehung, aber wenn du so weitermachst, du zerstörst sie. Der will sich umbringen, wenn er mir nicht mehr glaubt. Markus, echt? Angie, und wie oft habt ihr euch schon gesehen? Bis jetzt keinmal, bloß auf dem Foto. Was? Ja. Liebst du Angie noch? Nein. Nein. Das war aber, hast jetzt lange überlegt. Ha ja, und jetzt kontrollieren wir's. Der Lügendetektor hat's gecheckt. Nein, ist die Wahrheit. Wow. Ging es dir bei der Beziehung um Angie eigentlich nur um Sex? Ja. Boah, jetzt, boah. Und ja, ist die Wahrheit. Ey, yo, jetzt. Ey. Nein. Hat ja keine Beziehung mehr. Boah, jetzt kommt's raus, ey. Ich war für dich bloß so ein Lust der Begierde oder was? Na klar, du bist ja nicht so. Nein, danke schön. Ich weiß, dass das jetzt für dich natürlich etwas ist, was dich wahnsinnig aufregt, aber versuch ein bisschen die Fassung zu bewahren. Wir kommen zur letzten Frage. Wärst du bei Angie auch in Zukunft nur an einer reinen Sexbeziehung interessiert? Nein. Du hast aber vorhin ja gesagt. Scheiße. Jetzt hast du dich verraten, jetzt bist du geschickt. Also ja, hast du gesagt, ne? Erinnerst dich schon? Ja. Ja, also nur eine Sexbeziehung. Und wir checken auch das nochmal, liebe Zuschauer. Und es boah, ist jetzt reicht's, ey! Du quatsch mich sowas von an, du Dachte! Sandra und Steffi sind zwei Nervziegen, die nur zusammen sind, weil sie sich einen Typ teilen müssen, Tim. Und sagt Steffi, die waren scharf auf den Dreier. Schon kreischt Sandra, das war Tim, der dich nageln wollte, nicht ich. Genau, zum Nageln braucht man ja schließlich einen Hammer. Sandra, du willst einer Freundin, glaube ich, die Freundschaft kündigen. Ja, ist warum? Richtig. Ja, weil sie mich nur belügt, weil sie irgendwelche Freunde von ihr auf mich hetzt. Warum sollte eine Freundin sowas tun? Ja, weil ich denke, dass sie geisteskrank ist. Also ein normaler Mensch tut das nicht. Also ich weiß nicht, das mit geisteskrank, ich glaube, das zählt eher zu Sandra. Weil, also ich kann mir das nicht erklären, Freunde hat Sandra kaum. Ja, und wenn man Sandra, wenn, pass, lass mich doch mal ausreden. Du brauchst eine aggressiv und wenn man, Sandra daraufhin anspricht oder wie auch immer, dann baller ich dir gleich eine. Draußen, Sandra, draußen. Ja, alles klar. Ja. Mach mal, Klugscheißerin. Du hinterher, was, nur mit deiner Katrin ankommen. Was, ja, natürlich. Ja. Mädels. Was denn mit deinen 3.800 Euro, die du monatlich verdienst, ne? Was, bist du aber dumm, 30 oder was? Euro kannst du nicht abzahlen. Sollen wir Tim anrufen, meine Liebe? Ja, mach doch. Ja, mach doch. Du bist so hirnrissig, Sandra. Ey, wenn du Scheiße gemacht hast, kannst du auch zugeben. Was ist denn mit dem Geld? Was ist denn mit meinem Geld, Steffi? Deine 30 Euro, die kriegst du nachher. Und dann kannst du mich nachher. Was wäre denn, wenn wir nicht hier gewesen wären? Hätte ich noch ein Jahr gewartet, oder was? Nee, zwei, drei, weiß ich nicht. Je nachdem, dann hätte ich dich wahrscheinlich umgebracht. Ja, die anschlacken von mir. Ja, mach ich da. Ja, weiß ich nicht. Ich leg jetzt auch die Karten auf den Tisch. Die waren unbedingt scharf auf dem Dreier oder wie auch immer. Und dazu war ich persönlich. Wer war Sandra? Sandra und Timmy. Sicher. Ach komm, du hast doch auch gesagt. Das war Tim, der dich nageln wollte, nicht ich. Ja, weißt du? Ja, weißt du? Was du? Ja, also. Meine Liebe. Auf jeden Fall wollte ich dann gerade gehen. Ja, und dann, du wolltest gerade gehen, hast ihn ausgeleckt, bevor ich dich rausgehe. Ja, das hat man gesehen, wie du mich angegrinst hast, wie geil das war. Das war so genial. Ja, das war genial, das hat man gesehen. Ja, das hatte ich auch schon lange nicht mehr. Nass, ja, ich sapper beim Küssen, das weißt du doch, Tiere machen das gerne. Sandra. Er fragte mich auch, ob er sie küssen kann, und dann habe ich gesagt, nein. Ja, das ist so. Ja, gut, du weißt doch gar nicht, was er mit mir spricht. Also was nichts macht. Sieglinde geniert sich, ihren Beruf zu nennen, Toilettenfrau. Sie sagt lieber, ich arbeite im Imbiss und ist ja auch so oben rein, unten raus. Ingrid ist auch Klofrau, macht aber eine super Nummer draus. Ich liebe meinen Beruf, ich liebe unser Klo. Ja, wahrscheinlich küsst sie es sogar täglich. Am Anfang ist mir das sehr schwer gefallen, also diesen Beruf auszuüben. Ich habe mich sehr geniert, das zu sagen, auch meiner Familie gegenüber. Und dann bin ich mal zum Arzt gegangen, hatte ich eine Magenspiegelung. Und da sagt er, denn nach der Magenspiegelung, sagt der Arzt zu mir, sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich beruflich, ne? Ich sage, ich bin Toilettenfrau, ne?
Ich geht, sagt der Toilettenfrau und sagt zu dieser Sprechstundenhilfin, würden Sie Toilettenfrau sein wollen? Nee, sagt die, ich auch nicht. Seitdem erzähle ich immer, ich arbeite in Imbiss. Ist ja auch ungefähr so, ne? Oben rein, unten raus. Also vor allen Dingen, das macht man bald gar nicht erzählen. Also am Schluss. Ja, wir machen so. Wollen Sie es wissen? Ja. Tut mir leid. Was schlimm ist, das riecht man schon. Das sind die Männer immer. Wenn sie denn kommen, die hatten bestimmt vorher getrunken, dann haben die eine Hose gemacht. Aber ich rieche das. Und mein Hund, ich habe einen Pudel, der ist immer mit. Und der bellt sofort. In der Diskothek sind Sie. Richtig. Wunderbar. Ich liebe meinen Beruf. Ja. Ich liebe ihn schon 10 Jahre. Die Tochter auch? Und was hat Ihre Mutter gemacht, wenn ich frage? Meine Mutter war Klofrau. Das ist eine Dynastie. Jawohl. Eine Dynastie. Und ich geh noch weiter. Meine Großmutter war auch Klofrau. Mensch. Mein Bruder ist Klomann. Ja. Wir lieben unser Klo. Ja. Es gab mal eine Zeit, da war mir das auch peinlich zu sagen, ich bin Klofrau. Da war nämlich eine Bekannte, die mich vom Klo her kannte. Und das erste Wort, was sie sagte, machst du hier das Klo? Mandy tut so, als wäre sie sich super sicher. Jörn ist der Vater von Niklas. Aber Jörn ist sich da gar nicht sicher. Und Freunde und Familie auch nicht. War da nicht noch einer? Ja, mehrere. Ja, waren da nicht sogar 7 andere gewesen? Und Mandys ganze Querfeldeinpopperei liegt plötzlich offen da. Er ist der Vater von meinem Kind. Dieser andere, mit dem du Sex hattest, drei Wochen später, ja, der kann nicht als Vater in Frage kommen? Nee, den hatte Frau und Ärztin schon ausgeschlossen. Sag mal, die machen nicht mal mit dir auf einer Bühne mehr stehen. Tja, das hat dann bestimmt Gründe, warum? Sie ist empört, sagt sie, darüber, dass du die Vaterschaft anzweifelst. Sie versteht es nicht. Ich glaube es definitiv nicht, dass warum? Er es ist. Und wieso nicht? Aus dem Grund, weil viel zu viele Leute über sie erzählen, dass sie mehrere gehabt hat. Auch ja, in dieser was Zeit? Andere Leute auch in dieser sagen, Zeit. Das klopft dir oder was? Kommt aus deiner Familie. Aus meiner Familie, ja. Weil ich mit meiner ganzen Familie nichts mehr zu tun habe, außer mit meinen Eltern und mit meinem Bruder. Jetzt geht's wohl los oder was? Tja, wenn deine Familie das erzählt. Ja, das was erzählen die denn ganz genau? Zum Beispiel, dass sie 7 andere nebenbei noch hatte. 7? Ja. Schau mal, geht's? Es wurden getestet Mandy, Jörn und Niklas. Nach internationalen Standards liegt keine Vaterschaft vor. So. Ich wusste, warum ich den Test mache. Ich wusste es. Egal, ob es nach einem Jahr ist oder nicht. Ich wusste es. Wer ist dann der Vater, Mandy? Den Namen will ich hier nicht nennen. Gibt es denn jetzt wirklich nur noch einen weiteren oder 7? Ein. Hast du damit nicht gerechnet? Sven und sein Kumpel Philipp haben nur ein Hobby, saufen. Und trotzdem gibt es noch hirnlose Mädchen wie Daniela, die sich mit solchen Schwachmaten abgeben. Und die moppelige Yvonne, die sogar hofft, von Sven schwanger zu sein, obwohl der ums Verrecken nichts von ihr will. Boah. Die rufen halt 100 Mal am Tag am Handy an, dann fragen die uns, wo wir sind und so. Also dich findet ja die Yvonne scharf, ne? Ja. Und dich die Daniela. Ja, das ist so ein Hin und Her. Mal ja, mal nein, hattet mal ihr denn mal was mit Yvonne oder so? Ja, ich hatte einen kleinen Ausrutscher, als ich alkoholisiert war. Ein Ausrutscher? Ja. Ja, sozusagen. Und war das von Anfang an klar, dass das nur ein Ausrutscher war? Ja, eigentlich schon. Und jetzt ruft sie dich zum Beispiel immer wieder an? Ja, die ruft an und keine Ahnung, dann waren wir letztens halt bei dem gewesen. So, und ich wusste nicht, dass die da waren. Also ich habe gedacht, die wären weg gewesen. Ja, da lag schon im Bett, war am Pennen. Wie, du warst bei denen und dachtest, die wären weg gewesen? Ja, bei ihm. Die waren bei dem gewesen, ja. Und dann, keine Ahnung, war ich halt am Pennen gewesen und dann kommt die Yvonne an und spielt mit dem Butterfly an den Eiern rum und keine Ahnung. Wie? Ja, sie kam mit dem Messer? Ja, die kam an. Also, liebe Zuschauer, ein Butterfly, das ist ein Messer. Ja. Genau. Und was hat sie damit gemacht? Ja, die hat mir damit an den Eiern rumgespielt. Das ist keine Scheiße. Nee, das ist die Wahrheit. Guck mal, Philipp, ne? Du läufst der Daniela hinterher, Tag und Nacht. Ja, wer war am
weinen an der Bahn. Werf die Bierflasche dagegen. Ich liebe dich. Du laberst ein dicken Scheiß hier. Yvonne, Daniela, erst einmal guten Morgen. Guten Morgen. Ach, mal wie höflich auf einmal, ne? Morgen, so. Hammer hart, oder? Sag mal, Yvonne, jetzt erstmal eine Frage an Yvonne. Ist es tatsächlich so, dass du den Sven mit einem Butterfly-Messer. Aber nicht zwischen den Eiern warst du. Der Philipp war doch dabei, Mann. Lügt doch nicht. Guck mal, Sven, weißt du, hast du gesagt, ich hab ein Rohr in der Hose, das geht ab wie ein Zelt. Komm mal her, Yvonne. Ja, zieh mir mal den Kondom da drüber. Ja, der Gummi hat nicht gepasst. Sag mal, Yvonne, möchtest du denn noch was vom Sven? Ja. Nach allem, was er. Nach all dem, was er hier vom Stapel gelassen hat. Ey, ihr müsst was tun, so geht das nicht mehr weiter, ne? Yvonne, das musst du mir jetzt wirklich mal erklären. Also er hat hier offen gesagt, dass er von dir überhaupt nichts mehr möchte. Aber trotz allem würdest du noch mal was mit ihm anfangen. Bist du dir dazu nicht zu schade? Eigentlich ja. Guck mal, schon Brief für dich. Das ist kein Brief. Willst du wissen, was das ist? Was denn? Da wird der Junge sehen, was der Vater wird. Oh. Dann hast du nämlich einen Schwangerschaftstest. Den hast du bestimmt gefälscht. Ne? Ja, wenn du meinst. Sag mal, Yvonne, warum hast du eigentlich an Verhütung gedacht? Wie bitte? Warum hast du nicht an Verhütung gedacht? Ja, ich nicht. Der hat auch nicht dran gedacht. Ja, ja, aber da hättest du ja auch zum Beispiel die Initiative ergreifen können. Ja, hätte ich. Aber ich hab daran nicht gedacht. Du wolltest mir ein Kind an den Arsch hängen. Mit dem Butterfly-Messer hast du ja auch gut umgehen können. Hm? Glaubst du, sie wollte dir ein Kind andrehen? Ja, keine Ahnung. Nee. Da blick ich schon mehr durch. Also, da muss ich passen jetzt. Ja, wie geht das denn mit euch beiden jetzt weiter? Selbst ja, gar nicht mehr, Mann. Ja, aber wenn die mit dem anrufen. Yvonne, wenn du jetzt tatsächlich schwanger bist, dann ist das doch jetzt ein mega Schlamassel. Hast du dir mal darüber Gedanken gemacht, was du da machen würdest? Boah, ich würde das behalten. Sven, sag ihr doch mal ganz deutlich, was du von ihr willst oder was du nicht von ihr willst. Gar nichts will ich mehr von dir. Weißt du, was ich mir denke? Dass du die nur einmal hier haben wolltest, ne? Nee, du wolltest nur einmal hier, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das stimmt schon mal nicht. Das stimmt schon mal nicht. Du wolltest auf jeden Fall nur knallen. Mehr wolltest du. Dann hol mal den Vaterschaftstest raus und guck, was er anzeigt. Vaterschaft? Ach, ich bin schon ein Weiter. Ja. Hätten wir dann in der nächsten Sendung gemacht. Ja. In 10 Monaten. Und guck auf das Fenster. Negativ. Negativ. Ja. Ist nicht spannend. Hast noch mal Glück gehabt, ne? Für Nikolai als Überraschung hat Sonja heute eine alte Klassenkameradin ins Publikum gesetzt, die Ingrid. Welche Ingrid? Peinlich, aber Vornamen kann sich Nikolai nicht merken. Hat mit seinen eigenen schon genug zu tun. Helmut, Alexander, Nikolai, Hans Otto. Aber wir dürfen ihn Schnucki nennen. Wir haben alte Klassenkameraden von dir eingeladen. Ist das wahr? Aha. Sie sitzen bereits im Publikum. Ach. Aha. Na, ich, 40 Jahre, das sind über 40 Jahre her. Wer könnte das sein? Wer könnte das sein? Nachbarin. Bitte was? Eine Nachbarin. Eine Nachbarin? Fast Nachbarin. Die Eltern waren befreundet. Ingrid. Welche Ingrid? Helmut, weißt du nicht mehr, wer ich bin? Oder Nikolai? Nein, du kannst ruhig Helmut sagen, denn ich habe ja den Namen Helmut Alexander Nikolai Hans Otto. Ich war so oft bei euch zu Hause und du hast mir schon immer was vorgetanzt. Ja, entschuldige jetzt, mein Gott, nochmal, nein, wirklich, es ist mir jetzt wirklich peinlich, aber sag mir doch mal deinen Nachnamen. Moorbeck. Claudia und Marina streiten sich, wer die blödere von den beiden Schwestern ist. Und man kann sich wirklich kaum entscheiden, wer weniger Tassen im Schrank hat. Ob Sitzenbleiberin Claudia später wirklich mal zur Lufthansa-Pilotenschule geht? Klar. Oder zu all die Paletten stapeln. Ich weiß sehr genau selber, was ich brauche. Das glaube ich aber weniger. Das glaube ich aber sehr wohl selber. Was, Marina, weißt du, aus deiner... Eine Sache, weißt du, du bist 17 Jahre, du verhältst dich wie 7 und nicht wie 17. Ja. Schön für dich, Marina. Im Gegensatz zu dir weiß ich sehr genau, was ich will. Auch wenn Im Gegensatz zu dir weiß ich auch, was ich will. Lass mich mal zu Ende reden. Auch wenn ich manchmal ein bisschen dickköpfig bin. Ja, aber manchmal.
Ja, manchmal. Nicht jeden Tag. Ja, wenn du ab und zu mal wieder deine komischen Launen hast, ja. Ja, was willst du denn sagen, wenn du deine drolligen 5 Minuten hast? Ich brauch keine Partnervermittlung. Das meine ich auch nicht. Ich kann schön in die Stadt gehen und mir meine eigenen Typen aussuchen. Wenn du einfach mal nicht die ganze Zeit mit Benny rumhängst, sondern einfach mal mit mir zusammen dahin fährst, einfach mal nur mal gucken. Claudia, ich habe eine 10-monatige Beziehung jetzt hinter mir. Vielleicht brauch ich auch mal eine Pause jetzt vielleicht. Sie sieht das nicht ein, irgendwie sich, zum Beispiel mit dem Hund ist sie ziemlich zuverlässig. Du musst gerade hupen. Claudia, du musst gerade hupen. Wer stellt sich denn da an die Brücke und ist da erstmal mit Benny am einen rauchen und kommt dann nach einer halben Stunde wieder zurück, obwohl du ganz genau weißt, dass der Hund eine Stunde raus soll? Ihr wart ja eigentlich mal auch unter geschwisterlichen Bedingungen befreundet, oder nicht? Das war mal, ja. Also, das ist Vergangenheit. Ist es soweit, dass ihr beiden euch komplett auseinanderlebt? Ja, momentan schon. Ja, aber ist das euer Wunsch für die Zukunft? Diese ja, offensichtlich ihrer schon. Ja, hallo, daran sind immer zwei Leute beteiligt, Claudia. Erstens mal das. Zweitens sollte man dir gar keinen Computer erlauben. Weil und du zum anderen? 24 Stunden sitze vorm Computer mit deinem komischen ICQ-Chat und irgend so einem Scheiß da, den du da rumspielst oder was weiß ich, in der Schule. Erstens, ich spiele nicht. In der Schule bleibst du zweimal sitzen. Wie kann man auf einer Schule zweimal sitzen bleiben? Wie funktioniert das? Wie kann man mit einer 1 in Latein sitzen bleiben? Das frage ich mich bei dir manchmal. Du willst also Marina zukünftig überhaupt nicht mehr als deine Schwester? Das habe ich nicht gesagt. Dann zieh aus, Claudia. Warum ziehst du nicht aus? Ich gehe noch zur Schule. Ja, und ich auch. Du willst sie doch schmeißen, hast du gesagt. Du hast doch gesagt, dann gehe ich überhaupt nicht Hallo, zur Schule. Hallo Mädel, ich muss mein Abitur machen. Begreif es endlich. Claudia, das schaffst du sowieso nicht. Da bleibst du halt zum dritten Mal sitzen. Das ist doch scheißegal. Alter. Sag mal. Das ist doch wahr. Du mach erstmal dein Abitur besser als Matthias. Claudia, damit du deine komischen 50 Mark von ihm kriegst, nur weil du ein besseres Abitur hast, das schaffst du sowieso nicht. Du schaffst nie einen Durchschnitt von 1,7. Nie im Leben. 50 Nein, Euro. Nie. 50 Euro. Na und? Das ist mir doch egal. Jetzt sieht das so aus, als ob ich ihr jetzt nur einen beisetzen will. Aber ich denke ja auch mit an ihre Zukunft. Und das ist ja gut, wenn ihre Freundin Das finde ich ja ganz super von dir. Dass du an meine Zukunft Claudia, denkst. Danke, Marina. Claudia, warte, und danke, heiliger Buddha. Warte mal. Geschwister sind was Wunderbares, oder? Ich finde. Nein, ich will nicht an die Uni. Das doch, sag ich doch, das überlegst du dir vielleicht noch. Nein, will ich gar nicht. Ich weiß schon genau, was ich machen will. Was willst du denn machen? Ich werde zur Pilotenschule gehen. Oh. Zur Lufthansa, ja. Karamba, ich meine, die Frau hat großes Vor. Ich weiß es, Marina. Marina, ich habe die beste Voraussetzung. Das weiß ich gar nicht. Natürlich, ich habe die beste Voraussetzung. Das Einzige, was mir fehlt, ist der Schulabschluss. Katja ist wild vor Eifersucht. Früher war Markus wild wie ein Tiger, aber jetzt läuft nichts mehr im Bett. Warum eigentlich, Markus? Ach, sie war echt mal meine Traumfrau, aber ihr ewiges Generve. Was, ich bin nicht mehr deine Traumfrau? Nö, Katja, eher seine Albtraumzicke. Ich meine, bitte, was ist denn das gewesen? Weißt du, erzählst mir von wegen, eine Freundin hätte sich da ausgeheult bei dir. Und sie sagt mir nein, weißt du? Ich meine, glaubst du, wenn ich bin so bescheuert? Wenn ich sowas immer höre, also wenn dein... Aber jetzt sag mal ganz ehrlich, Markus, hast du ihr das erzählt? Eine Freundin hätte sich bei dir ausgeheult. Ja. Das habe ich so überhaupt gar nicht gesagt. Oh. Wenn sie durch die Disco läuft oder sonst wo ist, dann kommen auch ihre ganzen Freunde an, Bussi hier, Bussi da. Na stopp, jetzt sind wir noch bei deinem Make-up-Fleck. Bei deinem Make-up-Fleck sind wir, Schatz. Wenn deine Männer, die dir Hallo sagen, Make-up drauf hätten, dann hättest du dir auch alles flecken. Ach bitte, also du bist doch hier ein bisschen Panne im Hirn jetzt gerade. Wegen einem so blöden Make-up-Fleck, als wenn das jetzt jeden Tag so wäre. Na aber Markus, jetzt nochmal wirklich auf den Boden der Tatsachen. Wenn du deiner Freundin erzählst, ja, da hat sich eine Freundin ausgeheult und sie ruft bei dir dann an. Ja, das ist auch noch so eine Stasi-Methode von ihr, das macht sie neuerdings Stasi. Auch immer gerne. Stasi, natürlich. Ja, aber sie wird ja wenn ich Grund dazu habe, wenn ich Grund dazu habe, ich lasse mich doch nicht grundlos irgendwie da verarschen. Du hast ja auch schon gesagt, was dich auch sehr verblüfft, hast du mir vor der Sendung erzählt, ist, dass er immer frisch geduscht neuerdings zu dir kommt. Seit 4 Monaten, komm. Ich hab das doch genau mitbekommen. Und außerdem läuft nichts mehr im Bett. Ich meine, Entschuldigung, er war vorher wild wie ein Tiger, ja? Aber okay, abgesehen davon. Nee, der ist doch so. Also. Ich bin immer diejenige, die ankommen muss. Aber okay, ja, anderes Thema. Das darf ich mal dazu was sagen? Nee. Glaubst du, ich habe noch Lust, irgendwie, wenn ich nach Hause komme und höre mir eine halbe Stunde dein Generv an oder eine Stunde manchmal sogar, glaubst du, dann habe ich noch Lust, irgendwie was... Am liebsten komme ich nach Hause, wenn du schon im Bett bist. Markus, wir haben dich gefragt. Liebst du Katja? Ja, habe ich ja gesagt. Ja. Und dieses Ja ist wahr. Bist du glücklich in der Beziehung mit Katja? Hast du gesagt? Ja, mittlerweile nein.
Aber beim Test ja? Ja. Da hast du noch ja gesagt. Ja, super. Ja. Ich meine, Entschuldigung. Das. Und naja, gut, dieses ja war eh gelogen. Also jetzt sagst du ja auch schon, also es ist nicht mehr so dufte in der Beziehung, ja? Denkst du an Sex mit anderen Frauen? Hast du gesagt? Ich meine, das ist nur echt gelogen. Na, er hat ja vor allem beim Test ja gesagt. Natürlich kann man daran denken. Denkst du doch auch, oder? Ja, ich meine, wäre ja schön blöd, wenn das gelogen wäre, ne? Es ist natürlich wahr, er denkt an Sex mit anderen Frauen. Ja Gott, wenn ich das schon wieder höre. Ist Katja deine Traumfrau? Nee, hast du gesagt? Nicht. Nein. Weißt du, es reicht mir, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich bin nicht deine Traumfrau. Ich glaube, ich spinne nicht. Wir können ihn haben. Halt, Katja, Katja. Bernsteiger auf Grill. Nee, echt nicht, sorry. Warum ist sie nicht deine Traumfrau? Ja, eine Traumfrau, das ist, ich sag mal, wenn ich heute sage, was ist mein Traumwagen, dann sage ich heute vielleicht, ja, so kann man das irgendwo vergleichen. Also eine Traumfrau ist, ja, mehr oder weniger ein Traum. Ich meine, dass sie von der Art her und so, ist sie ja schon irgendwo meine Traumfrau. Wir haben uns immer super verstanden. Aber von daher war das schon gut. Aber halt, es gibt natürlich, wie gesagt, wie bei den Autos, gibt es immer noch irgendwie was Besseres, wovon man vielleicht träumt. Aber wenn du sagst, liebst du Katja, ja, und dieses Ja ist wahr. Ja, natürlich liebe ich sie. Nur sie hat durch ihre ganzen blöden Szenen da und sowas, da hat sie so viel kaputt gemacht. Also, er hat da einfach keinen Bock mehr zu. Gleich die Highlights des Tages. Eine gigantische Umarmung der Wiedersehensfreude, eine brillante Vorführung der Teekannenhaltung und die alte Frage, ob man 40 Körperlöcher braucht. Highlights des Tages. Unser Highlight auf Platz 4. Vor 10 Jahren hat Astrid ihren Bruder Thorsten zuletzt gesehen, am Sterbebett des Vaters. Und er hat ihr so gefehlt, dass sie vor Wiedersehensfreude fast wegschwimmt. Wer fehlt dir in deinem Leben? Mein Bruder, Thorsten. Seit wann hast du ihn denn nicht mehr gesehen? 10 Jahre jetzt. 10 Jahre? Weißt du noch, wann du ihn das letzte Mal gesehen hast? Ja, es war im Krankenhaus, als mein Vater im Sterben gelegen hat. Roger ist gelernter Friseur und kennt seine Brüder. Besonders wenn sie am Kneipentresen Eiterteil die Teekannenhaltung machen. Dafür gibt es natürlich Haltungsnote 3. Das ist eine Diskothek. Stehen sie dann so am Tresen, die Hand in der Hüfte drin. Ich bin gelernter Friseur, kann den Beruf aber nicht mehr. Wer lacht da? Nein, das ist wieder so ein typisches Klischee. Alle Schwulen kommen als Friseur auf die Welt. Ja. Ja. Was müsste dein Traummann können? Jetzt sag nicht, er muss gut nageln können. Ja, wäre mir beinahe rausgerutscht. Wenn Silke und Carolina Tochter und Mutter wären, dann gäbe es jetzt Mord und Totschlag. Aber glücklicherweise sind sie es ja nicht. Und darüber können sich beide echt freuen. Unser Platz Nummer 2. Wenn meine Mutter einen Teil für mich aufrufen würde, die würde ich ja schlagen. Dann sei mal froh, dass du nicht meine Tochter bist. Niemals so rumlaufen. Niemals. Und meine Tochter nicht so wie du. Wir sind hier ja schließlich in der Strip-Show. Na, also hör mal, ne? Ui. Ich meine, jetzt kannst du mit deinen Äußerungen auch mal unten bleiben. Das hat mit der Strip-Show gar nichts zu tun. Wir sind nämlich auch nicht im Schlafzimmer, wo ich mit so einem Hausanzug rumschlabbern kann. So. Wir sind hier auch nicht im Schlafzimmer. Unser Platz Nummer 1 geht an Orhan. Der findet, dass Mädchen, die sich mehr Löcher in ihren Körper machen lassen, als sie brauchen, mit ihrem Geld lieber was anfangen sollten, Orhan? Ich kenne die Leute nicht, sehe die hier das erste Mal. Ich hoffe auch das letzte Mal. Sie können aus ihren Körpern machen, was sie wollen. Anfängst. Kannst du mich bitte zu Ende reden lassen? Ja, wenn du so einen Scheiß laberst. Sie können von mir aus ihren Körpern machen, was sie wollen. Aber ich denke, die sollten das Geld lieber in Drogen investieren oder Alkohol oder Sonnenbank. Genau.
jetzt. Mein Thema gleich. Britt deckt auf, Sex zu dritt. Du wolltest mein bester Freund sein, der mir die Perle...